dafür gesprochen, dass wir uns überlegt haben, dass wir eben im Profisport mehr machen wollen. Und was liegt da näher für uns, als den Jan Regensburg zu wählen? Wobei ich vorhin auch schon erwähnt habe, dass wir eine sehr große Affinität auch hier in die Region haben. Wir haben viele Mitarbeiter, die aus der Region hier kommen. Und ja, es war einfach auch eine gute Überlegung zu sagen, sehr erfolgreicher Verein, passt auch zu einem erfolgreichen Unternehmen, das wir sind. Und das müssen wir miteinander matchen und gemeinsam eine gute Zukunft beschreiten. Wir haben hier ein relativ umfangreiches Medienpaket erworben. Wir haben Bandenwerbungen, wir sind auf den großen Screens mit unserem TV-Spot vertreten. Wir haben Camp Carpets bei den Toren liegen. Für uns ist das eine tolle Entwicklung, weil wir uns selber ja das Ziel gesetzt haben, 8 bis 10 Premium-Partner eines Tages mal zu erreichen. Im Idealfall mit Unternehmen aus der Region, mit starken, innovativen, zukunftsfähigen Unternehmen. Und da war das heute ein ganz, ganz großer und wesentlicher Schritt. Die Wolf GmbH aus Mainburg im Bereich Heizung, Lüftungen ist ja da wirklich sehr innovativ aufgestellt und strebt mit uns nach Deutschland hinein von der Reichweite her. Und da freut es uns einfach, dass sowohl die Zielsetzungen der Wolf GmbH als auch unsere da sehr gut übereinpassen und wir diese Premium-Partnerschaft vereinbaren konnten. Wir bringen natürlich auch was Schönes mit, nämlich die Wolf Fanheizung. Es wird künftig so sein, dass also Fans von Jan Regensburg eine Fanheizung von Wolf sich in den Keller stellen können. Also da wird es eine Landingpage dazu geben, wo eben der Endkunde sich das Gerät konfigurieren kann und dann über einen Heizungsbauer auch bestellen kann. Ich denke mal, das ist eine recht schöne Geschichte und auch ein Stück weit einzigartig. Also es gibt es eigentlich von keinem anderen Hersteller, der diese Idee hatte wie wir.